Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns vorerst ein letztes Mal auf dem Freeway-Add-on Dresden RF Version 1.5 und machen heute eine Betriebsfahrt zurück in den Betriebshof in Grunau und dabei gebe ich mal ein Fazit zur Karte und auch zu den zwar nicht mitgelieferten Bussen, aber den von mir hier auf der Karte eingesetzten Bussen. So, die Betriebsfahrt machen wir natürlich, weil er hier noch schön steht und mir auch gefallen hat. Noch einmal mit dem Iveco Crossway LE in der Euro 6 Variante mit Automatikschaltgetriebe von Voith. So, dann schwingen wir uns mal in das gute Fahrzeug. Die Leute wollen eigentlich irgendwie noch mit mir mit, aber ich habe ja Betriebsfahrt geschildert. Also zumindest hier, Regionalverkehr Dresden. Die sollten eigentlich nicht mit mir mitwollen. So, dann starten wir mal das gute Stück. Und dann würde ich sagen, fahren wir los. In etwa weiß ich den Linienweg. Ich habe trotzdem mir die Pfeile angemacht. Also wir fahren jetzt erst einmal Richtung Fernsehturm, Richtung Körnerplatz, blaues Wunder wieder zurück. Also sprich, wir folgen jetzt im ersten Moment den Linienweg der 61. Und dann im nächsten werde ich dann aber sagen, ab Schillerplatz fahren wir dann noch einmal den Weg der 63. Somit haben wir beide Linien teilweise noch einmal bedient, wenn auch nur in der Betriebsfahrt. Das erst einmal als Info für euch und ich versuche hier nicht wirklich mit Bleifuß zu fahren, sondern schön gemütlich. So, kommen wir mal zum Fazit und somit auch zur Karte. Das, was ich auf jeden Fall euch gleich sagen muss, es hat sich auch herausgestellt, beziehungsweise ich wusste es schon, bevor ich die Karte euch vorgestellt habe, aber dennoch wollte ich sie euch vorstellen. Das Projekt Dresden RF ist seit diesem Jahr, wir reden von August 2022, also sprich seit März diesen Jahres, so ist es offiziell auf der Homepage zu lesen, eingestellt. Das ist, finde ich, wirklich schade, weil diese Karte hat auf jeden Fall Potenzial. Man sieht auch, dass sie noch nicht ganz fertig ist. Also ist fehlen in Bereichen, würde ich sagen, fehlt es noch an Ausgestaltung. Man kann fahren, die Linien sind da, alles schick, es funktioniert. Ich sage jetzt mal, das Wesentliche funktioniert, aber das Hübschmachen und das Ausgestalten fehlt teilweise noch. Gerade hier, finde ich, ist es schön gestaltet, der Überlandbereich. Das könnte so durchaus wirklich in der Nähe vom Fernsehturm in Dresden aussehen. Ich müsste persönlich echt mal dort hinfahren, um das wiederzugeben. Aber das gefällt mir. Mehr so in der Stadt, da finde ich, da fehlt es dann doch ein wenig. Und ja, wie gesagt, das wäre ausbaufähig. Aber gut, ich bin da jetzt vorsichtig mit irgendwelchen Aussagen. Ich selber habe auch noch nicht wirklich Hand am Mapper angelegt, aber ja, es fehlt im Teil ein bisschen. Wäre schöner, wenn das noch da wäre. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, die Karte ist fahrbar. Es funktioniert alles. Man hat nicht wirklich Fehler und Aussetzer. Das ist ja auch, sage ich jetzt mal, sehr wichtig. Es gibt ja auch Karten, wo dann auf einmal irgendwas rumspringt und rumspinnt und nichts funktioniert. Oder man gegen unsichtbare Wände fährt. Das ist mir bis jetzt hier auf der Karte noch nicht passiert. Deswegen sage ich, die Karte ist fahrbar. Gut, zu den umgesetzten Linien kann ich leider nur teilweise was sagen. Ich kann auch nur teilweise zu den umgesetzten Bereichen sagen. Wie es ja schon heißt, ein Teil ist real wiedergegeben und ein Teil in den vorhergehenden Kommentaren ist es niedergeschrieben. Schillerplatz, Körnerplatz und noch ein bisschen weiter, ich glaube bis Pillnitz, das wäre wohl real wiedergegeben. Beziehungsweise in der Beschreibung steht sogar drin, was real wiedergegeben ist. Wobei Pillnitz auch nicht ganz richtig ist, es geht ja nur, in Anführungsstrichen bis zur Leonardo da Vinci Straße. Bis zum Schloss Pillnitz wäre es noch ein Stück weiter. Aber okay, das ist Entscheidung des Mapbauer, wie weit er es baut und
Auch die Linienführung ist teilweise nur bis zur Leonardo da Vinci Straße und das auch in der Realität. Also von daher streiten wir uns da nicht drüber. So, ansonsten, was wollte ich denn noch sagen? Ja, wie gesagt, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit der Karte. Es lässt sich schön fahren. Fahrzeiten, ich sage die 61 und die 63, immer so grob eine halbe Stunde plus minus, also eine Richtung. Das ist eigentlich auch so das, was, sage ich jetzt mal, durchaus der Durchschnittsspieler gerne möchte. Mal so eine halbe Stunde fahren oder mal eine weniger als eine halbe Stunde oder mal ein bisschen mehr als eine halbe Stunde. Das ist so, was man gerne fährt. Ja, und da ist das eigentlich genau drauf ausgelegt. Die Linie 317, die finde ich, ist ein bisschen kurz. Aber hier hat mir wieder gefallen, dass man viele Kurven und enge Stellen hat. Also da wird dann doch ein wenig das fahrerische Können gefordert. Das finde ich gut. So. Hier, meine ich, fehlt irgendwie ein Stück Gehweg. Ich habe aber mal nachgeschaut. Ich habe zwar eine Fehlermeldung in der Log-File. Das betrifft auch wirklich nur dieses Stück hier. Aber ich habe nachgeguckt. Die Datei, die gesucht und gefordert wird, liegt aber an dem Ort, wo sie sein soll. Keine Ahnung. Ich habe auch geschaut, ob auch die Schreibweise ist, weil OMSI ist da ja sehr pedantisch. Also sprich Groß-Kleinschreibung. Großer Unterstrich, Bindestrich, irgendwelche Sonderzeichen. Also OMSI will das ganz genau und wenn du da nur irgendwas anders hast, schon findet er es nicht mehr. Aber wie gesagt, das was ich kontrolliert habe, ist so. Ja, ich weiß nicht, warum er es trotzdem nicht findet. So, da kommen wir doch gleich mal. Ja, ich habe es ja schon gesagt, die Linie 317 hat mir eigentlich dann doch, obwohl es eigentlich die kürzeste Linie ist, mit gerade mal einer Viertelstunde Fahrzeit, dann doch eigentlich mit am besten gefallen, wobei mir eigentlich auch die anderen beiden Linien gut gefallen hat. Auf der 61 hat man auch ein paar solche enge Abschnitte vor bzw. nach dem Schillerplatz, je nachdem in welche Richtung man fährt. Auf der 63, finde ich, hast du groß keine Schwierigkeiten. Du fährst ja in dem Sinne mehr oder weniger nur geradeaus. So, Kollege 61, wie sieht es denn aus? Na gut, ich kann nicht nach der Kurve gucken, sonst könnte ich jetzt mal vorbeiziehen an dir. Eventuell unten am Körnerplatz, wenn du da in die Haltestelle fährst. Spätestens dann fahre ich an dir vorbei oder wenn dann hier mal Platz wird. So, ansonsten kommen wir doch mal zu den Fahrzeugen. Also ich habe ja nicht nur den Solaris Urbino, den wir hier vor uns sehen, eingesetzt. Gut, den habe ich euch schon in Winsenburg 2015 lang und breit und hoch und runter gezeigt. Ich denke mal, da werde ich mich nicht weiter dazu äußern. Ich finde das Fahrzeug gelungen vom Christian Rolle und deswegen fahre ich den auch gern. Generell eigentlich sämtliche Fahrzeuge, die aus seiner Schmiede stammen, finde ich, sind gut gelungen und gut umgesetzt. Deswegen kann ich da auch nicht wirklich was Negatives sagen. So, zum Bremer MAN in der Dresden-Mod. Im Endeffekt stammt auch der Bremer MAN, das Original, was zum Bremen Paver Add-on dazu ist, ebenfalls von Christian. Und Focus hat natürlich dann entsprechend Hand angelegt und den versucht in einen Dresdner MAN, soweit es geht, umzumodden. Also wie gesagt, ich finde das Fahrzeug gelungen, auch die Mod finde ich gelungen. Ich werde den mit Sicherheit das ein oder andere Mal wieder einsetzen. Wie gesagt, mir gefallen die Fahrzeuge, sie lassen sich schön fahren. So, und dann kommen wir mal noch jetzt zum Iveco Crossway LE, mit dem wir jetzt ja auch aktuell unterwegs sind. Den habe ich, wie gesagt, erste Mal nur als Freeware-Version, beziehungsweise ich habe mir auch die Payware-Version, die es gibt, geholt. Ich bin sie aber noch nicht wirklich gefahren, aber die Freeware-Version, ich habe es ja auch im vorhergehenden Video, beziehungsweise im vorvorhergehenden Video erzählt, dass ich so ein bisschen mit diesem Fahrzeug gehadert habe, aber mittlerweile ich ihn doch auch in der Realität nicht schlecht finde als Pedant zum Setra S415 LE Business.
Genau, in der Schiene soll er ja auch mit reinspielen. Also wie gesagt, langsam finde ich ihn auch ansprechend und interessant. Und das, was ich hier in Umsi besonders gut finde, also er lässt sich relativ gut fahren. Ich habe es ja schon mal in früheren Videos erzählt, dass es immer wieder mal so ist, dass man sich auf das ein oder andere Busmodell einstellen muss, bevor man es vernünftig fahren kann. Hier hatte ich nicht wirklich große Schwierigkeiten, mich auf den Bus einzuschießen. Und das finde ich eigentlich dann gelungen. Nun hoffe ich, dass das auch beim Payware Add-on der Fall sein wird. Aber das werde ich dann in Zukunft sehen. Ja, und auch deswegen werde ich bestimmt diesen Kollegen, den CrossWLE, das ein oder andere Mal wieder einsetzen, je nachdem, da wo es gerade passt. So, und dann habe ich nochmal im Vorfeld dieses Videos recherchiert, weil ich der Meinung war, beziehungsweise bin, es gibt ja noch eine Dresden-Karte, die im Bau ist. Leider habe ich beim Recherchieren in der Webdisk feststellen müssen, dass auch dieses Projekt, und zwar es war das Projekt Dresden-Ost, und zwar sollte oder wollte man da die Linie 65 umsetzen. Leider ist auch dieses Projekt, die Bilder in der Webdisk sagen erstmal schöne Sache aus und ich habe mich auch darauf gefreut, aber aktuell ist es ebenfalls eingestellt. Ich sage jetzt mal so, das könnte man vielleicht jetzt noch so deuten, dass man sagt, vielleicht hat der Entwickler irgendwann wieder mal Zeit und macht weiter, aber aktuell eben halt nicht. Das ist schade, lässt sich aber nicht ändern. So, hier müssen wir abbiegen. Sind wir gleich am Körnerplatz. Ja, und ansonsten, ich war eigentlich der Meinung, es gibt noch ein Dresden-Projekt, aber ich habe es nicht gefunden. Ihr könnt mich ja gerne darauf hinweisen, über die Kommentare, ob es das dann doch gibt. Ich meine, es hätte noch ein weiteres Projekt gegeben, aber ich habe es auf die, ich sage auch mal, auf die Schnelle nicht gefunden. Vielleicht wisst ihr ja mehr, dann könnt ihr mich darauf hinweisen und dann werde ich natürlich dieses Projekt verfolgen und sollte es zur Veröffentlichung kommen, dann auch zeigen. So, und jetzt, was war denn das jetzt? Oh Mist, ich habe nicht nach links geschaut. Das war jetzt mein Fehler. Ja, genau das sollte man nicht machen. Man muss natürlich nach links schauen. Komm her, dich. Warum zerre ich dich denn jetzt hier mit? Das ist doch Mist. Ich will dich gar nicht mitzerren. Ich will, dass du los wirst da hinten. Ja, das war jetzt mein Fehler. Ich hätte eigentlich in den Spiegel gucken müssen, wo ich jetzt abgebogen bin. Und das habe ich verpasst. In der Realität wäre das jetzt schlimmer. Aber egal. Fehler ist Fehler. So, wo war ich hängen geblieben? Ja, wie gesagt, bei weiteren Dresden-Projekten. So, hier kommen wir mal zum Schillerplatz. Den kenne ich auch wirklich aus der Realität. Wie ich schon sagte, das blaue Wunder ist angedeutet, aber nicht umgesetzt. Da hätte man das Modell dann in dem entsprechenden 3D-Programm erarbeiten müssen. Auch da ist, wie gesagt, ich habe es ja selber auch noch nicht umgesetzt. Was ist denn jetzt los? Es ist, denke ich, schwieriger als gedacht. So. Also wie gesagt, die Andeutung ist auf jeden Fall da. Hier geht es weiter, wenn man hier die Straße rausfährt, kommt man irgendwann an die Elbe und zum Käthe-Kollwitz-Ufer. Da hinten die Tolkewitzer Straße runter, kommt man weiter Richtung Süden. Gut, da hätte ich mir gewünscht, dass es hier etwas mehr ausmodelliert worden ist, weil man ja im Endeffekt gleich wieder, wenn man hier hinten abgebogen ist, wieder in den Bereich zurückkommt. Hätte man vielleicht auch ein wenig mehr modellieren können, ein bisschen mehr ausgestalten können. Das ist das, was ich versucht habe zu sagen vorhin schon. Ja, aber das ist im Endeffekt die Entscheidung des Mapbauers, inwieweit er es ausgestaltet, beziehungsweise er auch die Zeit und Lust dazu hatte, es auszugestalten. Das muss man jetzt so hinnehmen. Hier, das ist ein Wohngebiet. Hier müssten meiner Meinung nach noch ein paar mehr Häuser stehen. Oh, ne, halt, wir sind noch richtig. Ich
biege gleich auf die 63 ab. Ja, also ich meine, dass hier links und rechts in der Realität mehr Häuser stehen, weniger grün. Ich bin mir aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. So, und jetzt biegen wir gleich vom Linienweg der 61 auf den Linienweg der 63 ab, beziehungsweise wir sind ja jetzt aktuell auf dem gemeinsamen Linienweg der beiden Linien. Aber ich fahre jetzt, wie gesagt, das letzte Rest noch die 63. Ich bin nämlich der Meinung, das ist ein Stück kürzer bis zum Betriebshof, wobei das sich wahrscheinlich nicht viel nimmt. So, also wie gesagt, wir fahren hier geradeaus weiter. So, und hier, wir befinden uns eigentlich in dem Sinne wirklich mitten in Dresden, und auch hier bin ich der Meinung, ich müsste jetzt echt mal auf Google Maps schauen, bevor ich jetzt wirklich was Falsches sage, aber ich bin der Meinung, hier müsste mehr Bebauung stehen und da fehlt es etwas. Aber wie gesagt, ich gucke lieber erstmal, also gefühlt bin ich der Meinung, dass hier was fehlt, aber es kann auch wirklich sein, dass hier haufenweise Kleingärten sind und ich da mich nur irgendwie vertue und mit irgendwas verwechsle. So, mein liebes Umsi, ich weiß, du möchtest was nachladen. Na komm. Bitte. Dankeschön. Dankeschön. Na, geduldig sein und ab und zu mal Bitte und Danke sagen, das scheint um Sie zu gefallen. So, hier an der Kreuzung, glaube ich, müssen wir ein bisschen aufpassen. Da klappt irgendwas mit der Ampelsteuerung nicht so hundertprozentig. Ihr werdet es gleich sehen. Ich habe jetzt grün. Und der Benzi hier nehme ich auch, und die müssten eigentlich rot haben. So, hier muss ich ein bisschen hin und her wechseln, weil ich, da muss ich die Sicht nochmal anpassen, dass ich mich da ein wenig nach vorne lehne, und jetzt steht er, jetzt kann ich auch abbiegen. Dass ich da besser an dem Holm vorbeigucke, das ist Fehler meinerseits beim Einstellen der Sichten, aber das kriege ich noch hin. Ja, in der Realität würdest du dich auch nach vorne lehnen, einfach um an dem Holm vorbeizugucken, um einsehen zu können, genau. Wenn du dich aber in Umsi nur auf eine Achse drehst und darauf verlässt, dann kommt es dazu. Aber das ist, wie gesagt, einstellbar, und das werde ich noch tun. So, wie war das hier? Geradeaus, wir haben grün. Ne, wir müssen hier üben lang, also blinken wir mal. Ich weiß jetzt gar nicht, wo die Tür da herkommt. Aber Platz wäre genug, dass sie an mir vorbeifahren könnte. Also ich höre sie, ich sehe sie nur nicht. Wahrscheinlich genau hinter mir, aber das ist mir jetzt egal. Wir sind ja gleich durch. Ah, hinter dem LKW ist die Tatüda da. Naja. Könnte ja mal so freundlich sein, hier an die rechte Seite zu fahren.
so dass die die Möglichkeit haben, an mir vorbeizufahren, sowohl der LKW als auch die Tatüter da. Der Spiegel hätte dran glauben müssen, so wie das ist. Na, nun komm, fahr vorbei. Es ist Platz. Ich denk's auch. So. Hier können wir nur so rumfahren. So, komme ich hier rum, ohne den zu touchieren? Ja, ich komme rum. Gut. So, und jetzt fahren wir nicht nach Lebtau rein, sondern wir fahren geradeaus weiter. Es steht auch aktuell kein Kollege hier. So, und jetzt machen wir gleich noch etwas. Normalerweise soll man ja hier vorne rechts abbiegen. Auch das werden wir nicht tun. Wir werden einfach mal hier der Straße folgen. Weil auch das Stück ist ausgebaut und dann kommen wir hier vorne in einer Ampelkreuzung raus und dann biegen wir da auf die Straße ein. Hoppa, hoppa. So, und jetzt befürchte ich... Ich warte einfach mal, genau das habe ich nämlich gedacht. So, die fahren nämlich über die rote Ampel drüber weg. So, genau das habe ich mir nämlich gedacht. Machen wir einfach mal Platz. So, und dann würde ich mal sagen, ich mache die Pfeile aus, weil wir sind eh gleich am Betriebshof Gruna. Ist bloß noch hier vor und dann ums Eck. Und dann haben wir es schon geschafft. So, und da sind wir auch zurück im Betriebshof. Dann würde ich mal sagen, stellen wir uns hier oben schön hin. Drehen das Fahrzeug noch einmal rum. So, würde ich sagen, bleiben wir einfach mal mittendrin stehen und gehen raus. Ja. Und da sind wir zurück auf dem Betriebshof in Dresden-Gruna. Ja, und das war's jetzt auch erst einmal mit der Karte Dresden RF Version 1.5 mit der Betriebsfahrt wieder hierher und mit dem Fazit zur Karte und zum den eingesetzten Fahrzeugen. Ich hoffe, es hat gefallen und ihr möchtet auch im nächsten Video, wenn wir dann die nächste Karte fahren werden, wieder mit dabei sein und bis dahin sage ich erst einmal Tschüss.